Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben gerade gehört, ich bin schon einige Zeit in der Politik, deshalb komme ich jetzt ohne PowerPoint zu Ihnen. Ja, ich beginne mein paar Worte mit Worten eines sehr berühmten Wissenschaftlers. Bei einem Fluss ist das Wasser, das man berührt, das Letzte von dem, was vorübergeströmt ist, und das Erste von dem, was kommt. So ist es auch mit der Gegenwart. Dieser Satz stammt aus der Feder einer der größten Universalgenies der Menschheitsgeschichte. Der Bildhauer, Maler, Ingenieur, Architekt und Erfinder Leonardo da Vinci schrieb ihn nieder. Er will uns sagen, dass wir das Hier und Jetzt aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten können. Wir können die Gegenwart gewissermaßen als den vorläufigen Endpunkt der Vergangenheit begreifen, oder aber wir schauen in die Richtung, in die wir in die Zukunft gehen wollen. Leonardo da Vinci war einer, der sich mit seinen Ideen, Gedanken, Konstruktionen und Modellen der Zukunft verschrieben hatte, sodass heute der Philosoph Jürgen Mittelstraß unsere Welt als Leonardo-Welt bezeichnet, wie es in der FAZ auch einmal sehr schön vorgestellt worden ist. Die moderne Welt ist das Produkt des wissenschaftlichen und des technischen Verstandes. Ihre artifiziellen Strukturen nehmen zu, ihre natürlichen Strukturen nehmen ab. Sie ist eine Leonardo-Welt, die auf die Leistungsfähigkeit von Wissenschaft, Forschung und Entwicklung angewiesen ist und bleibt, sagt Mittelstraß. Heute sind wissenschaftliche Erkenntnisse grundlegend für die Existenz der Gesellschaften. Die ökologischen Herausforderungen, der Klimawandel, der Verbrauch unserer natürlichen, in endlichem Maß vorhandenen Ressourcen, unsere Mobilität, urbanes Wachstum, Energiewende, Digitalisierung können wir wirklich nur mit Ergebnissen von Forschung und Wissenschaft lösen. Aber so abhängig wir von wissenschaftlichen Innovationen auch sind, so wenig können wir sie genau planen. Neues entsteht zum Teil durch Zufall, durch Intuition, durch Neugier. Galilei konnte nicht planen, die Jupitermonde zu sehen, Fleming nicht, das Penicillin zu entdecken. Wissenschaftliche Innovationen sind nicht in allen Einzelheiten vorhersehbar. Die Ergebnisse der Stammzellforschung sind nicht planbar und vorhersehbar. Aber die Richtung der Forschung, die Ethik des Heilens, kann angegeben werden. Forschung ist ja eben der Blick in das Unbekannte, in die Rätsel unserer Welt. Deshalb sollten wir in Deutschland vorsichtiger mit dem Errichten von Forschungsschranken umgehen, wie wir es beispielsweise voreilig mit der Atomforschung getan haben. Heute ist das Endlagerproblem ungelöst, obwohl es viele erfolgversprechende Ansätze gab. Fest steht ebenso, wissenschaftliche Ergebnisse können wir auch mit hohem materiellen Einsatz nicht erzwingen. Aber wir können die Bedingungen für das Entstehen und Nutzen von Innovationen beeinflussen. Wir leben im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung. Es hat schon eine große Rolle in unseren Diskussionen gespielt. Wobei sich Globalisierung und Digitalisierung gegenseitig bedingen, befruchten und somit einen enormen Innovationsschub weltweit bewirken. Das Internet, eine vergleichsweise junge wissenschaftliche Entwicklung, sie ist gerade mal 45 Jahre alt, hat das Leben moderner Gesellschaften in den letzten Jahren entscheidend verändert, da es global Informationen in Echtzeit zur Verfügung stellt. In Verbindung mit digitaler Hardware wie Computer, Sensoren, Aktoren, Robotern, Smartphones und Tablets hat eine technologische Entwicklung eingesetzt, die alle Lebensbereiche umfasst und die in rasanter Weise von Wissenschaft, Wirtschaft und Technik vorangetrieben wird. Dabei können wir heute auf diesem Gebiet die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht voraussagen. Aber auch hier können wir wieder die Richtung der Erforschung und Anwendung vorgeben. Beim Internet ist es der Übergang vom Internet der Informationen zum Internet der Dinge. Ein virtueller Aktionsraum aller digitalen und vernetzten Gegenstände. Dadurch wiederum entstehen riesige Datenmengen, deren Beherrschung selbst Forschungsgegenstand ist. Verbunden damit ist die Veränderung der Produktion industrieller Güter, Schlagwort Industrie 4.0. In der Fabrik der Zukunft, in der intelligente Maschinen, Roboter, Produktionsstücke und Menschen miteinander vernetzt sind
und sich gegenseitig organisieren, wird es veränderte Arbeits- und Hierarchiestrukturen geben. Die Entwicklung von intelligenten Dienstleistungen stellen Experten ebenfalls in den Vordergrund. Man geht davon aus, dass sich das Verständnis der Leistung vom Produkt zum Service wandelt. Hochwertige Dienstleistungen zeichnen sich durch Immaterialität, intensive Interaktion und Individualität aus. Wir nutzen heute schon die Apps, eine moderne Dienstleistung, vor wenigen Jahren undenkbar. Hier sind vor allem junge Entwickler auf dem Vormarsch. Smart Services werden auch zunehmend für medizinische Versorgung, für Auto- und Verkehrssteuerung, für Logistik, für nutzerfreundliche Energieversorgung, in Finanzdienstleistungen, vermehrt in der Landwirtschaft, im intelligenten Haushalt und der modernen Verwaltung eingesetzt. Kurzum, wir haben es bei den Diskussionen schon bemerkt, unser Leben wird verändert und wir wiederum verändern uns und unser Verhalten. Was bedeuten diese Auswirkungen und Entwicklungen für die Forschung selbst? Die Forschung muss verstärkt interdisziplinär angelegt werden. Die technischen Neuerungen müssen in ihrer Wechselwirkung mit Natur und Mensch von Anfang an erforscht werden. Es sollte nicht Technikfolgenabschätzung im Vordergrund stehen, sondern menschliche Techniknutzung und Beherrschung. Also müssen Informatiker, Naturwissenschaftler, Psychologen, Philosophen, Mediziner, Sozialwissenschaftler, Pädagogen, Wirtschaftswissenschaftler in Forschungsprojekten zusammengeführt werden, um beispielsweise die Mensch-Maschine-Aktion nicht nur in ihren Auswirkungen zu beurteilen, sondern die Wechselwirkungen von Anfang an optimal für den Menschen festzulegen. Wir haben vorhin den Roboter gesehen, der für die Pflege eingesetzt werden soll. Er war nicht das beste Beispiel, aber es wird in der Zukunft solche Beispiele geben. Und wir müssen von Anfang an sehen, dass wir diese Nutzung menschenfreundlich gestalten. Und diese neue Arbeits- und Forschungskooperation erfordert von den Wissenschaftlern interdisziplinäre Fähigkeiten. Wir Wissenschaftler sind meist in einem Fach ausgebildet worden und müssen uns jetzt in andere, fachfremde Zusammenhänge eindenken und miteinander kommunizieren. Es wird nicht immer leicht sein, einen Physiker, der Kausalzusammenhänge als Lebenselixier sieht, sozialwissenschaftliche, empirische Herangehensweise zu erklären und dann gemeinsam Lösungen für unseren Alltag von morgen zu finden. Ebenso ist es kompliziert, die Allmacht der Algorithmen einem Psychologen nahezubringen. Verzeihen Sie, Professor Frey. Dennoch ist diese Interdisziplinarität eine Voraussetzung für unsere Zukunftsgestaltung. Viele Wissenschaftler versuchen diese Zusammenarbeit schon heute, besonders vorangetrieben auch durch die Exzellenzinitiative der Bundesregierung, die zur Clusterbildung angeregt hat. Aber es bleibt für Deutschland die Forderung, im gesamten Antragssystem deutscher und auch europäischer Forschungsaktivitäten die Interdisziplinarität wesentlich stärker zu verankern. Die Kompetenz des engen Expertenwissens muss gesprengt und zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise verknüpft werden. Meine Damen und Herren, wenn diese Herangehensweise in der Wissenschaft schon so schwer ist, frage ich mich, wie sollen die allgemeinen Kompetenzen aussehen, die unser Bildungssystem den jungen Menschen vermitteln muss, damit sie für unsere digitale und globalisierte Welt gut gerüstet sind. Wir stehen vor der Aufgabe, in der Ausbildung Schülern und Studenten eine ausreichende, gut fundierte Fach-, Methoden-, Sprach- und Medienkompetenz zu vermitteln, damit sie sich auf die ständig wachsenden und veränderten Inhalte bei der Wissensgenerierung und bei der Wissensvermittlung einstellen können. Deshalb stelle ich zuerst die Frage, ist unsere Informationsgesellschaft eine informierte Gesellschaft? Der freie Informationsfluss führt zu einem Paradoxon. Wir verfügen über alle Informationen der Welt in Echtzeit an jedem Ort. Bei einigen, besonders Jugendlichen, ruft das die Illusion eines Wissensparadieses auf Knopfdruck hervor. Doch aus der Informationsflut kann schnell eine Wissensdürre werden. Ich zitiere Hubert Markel, den ehemaligen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft. Er sagt,
Der Weg von der Informationsgesellschaft zur Wissensgesellschaft ist der Weg von der Information zur Bedeutung, von der Wahrnehmung zum Urteil. Wissen macht handlungsfähig. Zuverlässige Informationen sind die Voraussetzung dafür. Aber erst ihre bedeutungsgerechte Beurteilung erweckt sie zum Leben. Unser Bildungssystem muss also den Schülern und Studenten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen vermitteln, diese bedeutungsgerechte Beurteilung der Informationen vorzunehmen. Das ist Medienkompetenz, nicht der technische Umgang mit dem Computer. Deshalb kommt in Zukunft der Vermittlung und der Aneignung von Methoden, von Denkstrukturen, von Logik eine besondere Bedeutung zu. Man muss in der Lage sein, neue Informationen in seine eigenen Denkstrukturen einzuordnen und sie mit geeigneten Methoden weiterzuverarbeiten, sodass dann neue Erkenntnisse oder auch neues eigenes Wissen entstehen kann. Heute werden in den Schulen größtenteils Detailkenntnisse vermittelt. Diese können in Zukunft aus den Datenbanken abgerufen werden. Wichtig ist, dass man die grundlegenden Strukturen und Zusammenhänge von Naturwissenschaften, Technikwissenschaften, Informatik und Mathematik erlernt, ebenso für wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenhänge ein Verständnis entwickelt. Das sind riesige Herausforderungen, denen wir uns aber stellen müssen. Unsere Schulen sind, abgesehen von Lücken in der technischen Ausstattung, weder organisatorisch noch geistig auf diese Veränderung ausreichend eingestellt. Deshalb hat die Veränderung der Lehrerausbildung in Deutschland Vorrang oder eben Weiterbildung, wie wir es gehört haben, bei der politischen Bildung. Und entschuldigen Sie, aber ich muss sagen, geradezu lächerlich ist dabei die föderale Zersplitterung im Hinblick auf didaktische und inhaltliche Vermittlung und arbeitsrechtliche Gestaltung. Wir Deutschen wollen auf dem globalisierten Markt bestehen und haben föderale Zuständigkeiten bei der wichtigsten Zukunftsressource unseres Landes, bei den Schülern und Studenten. Bildungsstandards, die internationalem Niveau entsprechen, ist deshalb meine Forderung, so wie ich sie 2002 schon einmal ausgesprochen habe in der Kultusministerkonferenz, als ich dort Präsidentin war. Das sind Bildungsstandards, die auf wissenschaftsbasierten Erarbeiten beruhen. Wir brauchen die Auswertung der unwahrscheinlich vielen Schulversuche und Hochschulversuche, die auf föderalem Niveau durchgeführt worden sind. Sie müssen bundesweit verglichen werden und dann auch bundesweit die Erkenntnisse eingeführt werden. Wir brauchen nicht den zigsten Modellversuch, dessen Ergebnisse nur lokal zur Kenntnis genommen werden. Wenn der föderale Wettbewerb, den ich sehr achte, wirklich funktionieren würde, müssten in ganz Deutschland ja längst thüringische, sächsische oder bayerische Standards gelten und das Gesamtsystem hätte sich verbessert. Wir haben also nicht genügend Strukturen eingezogen, damit dieses Bildungssystem sich wirklich aus sich heraus wieder generieren kann. Wir sind davon weit entfernt. Und auch hier möchte ich an die Rückrede unseres verehrten Bundespräsidenten Herzog erinnern. Er hat eine radikale Änderung des Bildungssystems gefordert. Diese Forderung ist nicht erhört worden in den Parteienstreitereien um Schulformen, wobei doch die Inhalte das eigentlich Wesentliche für die Zukunft sind. Meine Damen und Herren, ein besonderes Anliegen ist mir ferner, dass man mit einer guten Sprach- und Literaturausbildung der gegenwärtigen Verrohung der Sprache entgegentreten kann. Die Umgangssprache des Internets ist mit Shitstorm und Fake News zur Fäkaliensprache verkommen. Hierfür will ich keinesfalls die Schule verantwortlich machen. Das hat unsere Gesellschaft insgesamt zu verantworten. Aber wir müssen in unserem Land auf einen normalen, tolerierbaren Sprachgebrauch zurückkommen. Und dazu werden auch die Bildungseinrichtungen beitragen müssen, sowie die Globalisierung eben auch erweiterte Fremdsprachenkenntnisse erfordert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine letzte Bemerkung zur Bildung für die Zukunft. Hier ist es selbstverständlich, dass der Weiterbildung eine neue Rolle zukommt, da die Digitalisierung alle Bereiche der Arbeitswelt durchdringt. Wird die Vermittlung von Medienkompetenz unsere ständige Aufgabe in der Zukunft bleiben?
Aber auch hier erhebe ich gleich die Forderung nach Standards, sodass nicht jeder klein- und mittelständische Industriebetrieb, jedes Krankenhaus und Hotel sein eigenes Weiterbildungssystem entwickeln muss. Weiterbildungsanbieter sollten hierbei in der Zukunft in verstärktem Maße herangezogen werden und sie sollten geprüfte und zertifizierte Inhalte vermitteln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe einige Trends und Antworten von Forschung und Bildung vorgestellt, die sich aus den gegenwärtigen technologischen Herausforderungen vorrangig ergeben. Diese Diskussion ist in ihrer gesellschaftlichen Relevanz wichtig und notwendig. Aber über all diesen Diskussionen dürfen wir gerade in Deutschland die Grundlagenforschung nicht vernachlässigen. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung sind nicht sofort nutzensrelevant, aber sie erweitern unseren geistigen Horizont, unser Wissen über bisher unbekannte Zusammenhänge. Wir versuchen, den Geheimnissen des Lebens und der Natur näher zu kommen. Welcher Erfolg war die Entdeckung der schwarzen Löcher? Spektakulär war der Nachweis des Antiteilchens, die Entschlüsselung der Gene. Die Nanophysik eröffnet einen neuen Blick auf die Materie. Wie sieht es mit Ergebnissen zur Friedensforschung aus, auf die wir dringend angewiesen sind? Ebenso haben grundlegende wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse und philosophische Betrachtungen Bedeutung für unser zukünftiges Zusammenleben. Hier sind neue Akzente in der Zukunft zu setzen. Die in der Bundesrepublik garantierte Freiheit von Forschung und Lehre und eine derzeit gute Finanzierung ermöglicht uns, die Blicke in das Unbekannte zuzulassen. Wir sollten uns diese Möglichkeiten bewahren, wir sollten sie weiterentwickeln und eben nutzen für unsere Zukunft. Meine Damen und Herren, ein weites Feld mit zu lösenden Aufgaben liegt vor uns. Die moderne Leonardo-Welt ist faszinierend und zeigt die Richtung der Forschung und Bildung. Ich wünsche uns Maß und Mitte auf diesem Weg in die Zukunft.